Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von The Last of Us. Ja, es ist Frühling, nachdem wir im letzten Part ein bisschen, den Zoo besucht haben, beziehungsweise der Zoo doch eher uns besucht hat, sind wir immer noch auf der Suche nach dem Krankenhaus, richtig? Ja, und wir sind auch schon fast da. Hat ja auch lang genug gedauert. Annie, ist irgendwas? Du guckst so komisch. Ja gut. Scheint müde zu sein, ne? Schauen wir mal, ob hier... Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Kannst du ja nichts für. So ist das eben. Und hier ist eine Backbank. Und eine Karte. Eine Karte der Quarantänezone von Slut Lake City. Sehr schön. Ja, klar. Panik, alle suchen sie ihre Verbündete, ihre Familie. Alle haben sie Angst. Das ist klar. Den Flammenwerfer können wir jetzt auch upgraden. Könnten wir. Reichweite, ha? Ich habe noch nie ausprobiert oder noch nie gebraucht. Am besten ist bisher die Schrotflinte gewesen. Dessen Reichweite wir auch erhöhen können. Gönnen wir uns auch. Die Schussfolge können wir auch nochmal erhöhen. Ja. Bin ich gerade überlegen, ob wir uns so auf eine Waffe spezialisieren sollten. Wie wir es gerade tun. Ja gut, wir haben einen Revolver schon ziemlich hoch gepusht. 9mm haben wir auch etwas verbessert. Die Sniper, ja. Panzerbrechend. Schüsse mit dieser Waffe können die Panzerung durchdringen. Okay, das scheint wohl dann für Headshots zu gelten, für Leute, die einen Helm tragen. So hoffe ich. Wow, wir haben ziemlich viele Zangen gefunden. Wo haben wir das denn? Das hat man gar nicht so mitbekommen. Ja, das Jagdgewehr benutze ich eigentlich auch nur im Notfall. Na dann komm, Schussfolge. Immer noch Punkte. Wie viele, wo kann ich die denn sehen, wie viele Zangen wir haben? Na komm, dann Reichweite. So, jetzt müssten wir noch 2 Zangen haben. Oder? Nein, 4 haben wir noch. Okay. Ja, dann einmal Reichweite vom Flammenwerfer. Sei es drum. So. Das Punkte verballert. Aus. Wie sieht es an der Drogenfraktion aus? Fertigungszeit könnte man erhöhen. Heiltempo könnte man erhöhen. Heiltempo. Sogar ein Schluckgeräusch, ey. Okay. Wieder zurück zum Ernst der Angelegenheit. Es sieht ziemlich verlassen aus. Ich hoffe nicht, dass dir wieder. Dass wir diesmal auf Eierfleisch treffen werden. Du hast was für mich? Und zwar? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich. Ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Was er nicht mitnehmen wollte, hat sie für uns getan. Danke. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. So sieht's aus, danke. Joel. Die Vergangenheit holt einen immer ein.
Und als ob hier kein Comic wäre. Entschuldigung, darf ich durch? Danke. Oh. Ich glaube, wir haben den Weg, der weiterführt, gefunden. Na dann, nochmal raus hier, Ellie. Tut mir leid. Platz da. Habe ich gerade Hunde gehört? Wieder? Wilde? Ja. Okay. Hoffen wir mal, dass wir auch Fireflies finden. Nicht immer nur Kopfgeldjäger. Weil die scheinen überall zu sein. Eine Werkzeugkiste mit Zangen. Okay. Gut, dass wir die gerade alle schon verbrallert haben. Aber ich gehe da jetzt nicht nochmal hin. Munition würde ich nehmen, wir sind aber voll. Oh, Lappen, Alkohol. Können wir irgendwas herstellen? Nein. Komplett voll. So. Drogen, ja, lecker. Die sind sehr nah, die Hunde, oder? Sie jaulen und bellen, aber warum? Fireflies? Zombies? Oder doch Kopfgeldjäger? War das eine Tankstelle? Das wirkt so ein bisschen so, aber nein. Auch nur ein Schulcampus, klar. Wir sind ja auf der Schule, schon wieder fast vergessen. Zumindest was davon noch übrig ist. Gut, dann einmal durch den Bus bitte. Und ins nächste Abteil. So, überall stehen hier Panzer. Das Militär hat wohl auch diesen Stützpunkt sich für interessiert. Wollen wir ins Kino gehen? Ellie? Lust? Nein? Gut, dann halt nicht. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Nur ein Polizeiauto? Eishockey, okay. Vielleicht wieder ein Teaser für die, auf die nächste Situation. Ich meine, so war es ja auch schon. Leicht gespoilert worden. Okay, es geht in die Tiefgarage. Das... oder in den Tunnel. Ja. Bin ich kein großer Fan von. Ich weiß es. Wie meinst du das? Da oben nicht liegen würde. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Na, dann ist ja gut, wenn du dir sicher bist. Ich bin mir sicher, dass. Oh, Pfeile, by the way, aber wir sind voll. Ich als Entwickler da oben was hingelegt hätte, wenn man dahin könnte, was man nicht kann. Okay, gut. Tut mir leid. Und da haben sie auch nochmal einen Busch gemacht, dass man da nicht durch kann. Okay, gut, ich verstehe. Dann runter in den Tunnel. Was gibt's Beruhigenderes, oder? Als dunkle Orte bei einer Zombie-Apokalypse. Ellie? Da bist du. Lass mich halt alleine hier reingehen, du Kameradenschwein. Da grunzt irgendetwas, oder? So ähnlich. Zombies vielleicht? Naja, wenn wir eh höchstens wahrnehmen können, wenn wir da runtergesprungen sind. Also komm. Obwohl, da scheint es nicht so hoch zu sein, ne? Die Tierwelt hat auf jeden Fall jeden Winkel erobert. Von daher... So, Steine. Flaschen. Nicht umsonst so viele bestimmt. Und Ellie geht in Deckung. Scheiße. Siehst du etwas, was ich noch nicht sehe?
shit. Und es ist sogar ein großer da. Das ist ein Fettsack. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Wieder mal zwei Optionen. Durchschleichen irgendwie und den Fettsack nicht attackieren. Was unwahrscheinlich ist, dass das bei mir funktioniert. Oder ein Gemetzel. Ich glaube, ich entscheide mich fürs Gemetzel. Zumindest den Fettsack sollte ich verbrennen. Der ist zu riskant, zu gefährlich. Ich hoffe, er kann mich nicht wahrnehmen, weil er so krass ist. Burn, burn, burn. Kommst du? Oh shit, er attackiert random. Der Fettsack brennt aber ein zweites Mal. Ich hoffe, er verbrennt. Nein? Fuck! Aber bei der dritten, bitte. So. Klicker. Ellie? Du weißt, was das heißt. Da muss der Headshot sitzen. Aber selbst trotzdem... ich sehe nicht viel. Du überlebst einen Kopfschuss. Geht's noch? So, wir haben eh zu viel Munition gehabt. Von daher... können wir jetzt wieder Munition für alles aufnehmen. Oh, und sei leise. Naja. Das ist relativ schnell eskaliert. So, Molotov-Cocktails for the win, ne? Deswegen gönnen wir uns gleich mal wieder einen. Einen mehr gedacht, als ich eigentlich geplant hätte. Einen mehr gebraucht. Aber naja. Habt ihr irgendwas fallen lassen? Ja, Munition. Munition. Pfeile. Ja, mit Pfeil und Bogen hätte man hier leiser ein bisschen abgehen können. Stimmt schon. Aber nur wenn man es kann, heißt das ja nicht, dass man es muss, ne? Aber die sind alle gekommen, ne? Dadurch ist das Gebiet gesaved. Was hast du? Brennertreibstoff hattest du? Okay. Ah, stimmt. Die hätte ich eigentlich auch mal ausprobieren können jetzt. Aber den hatte ich gar nicht auf der Kurzwahltaste quasi. Aber egal. Gut, wir haben es ja geschafft, ne? Brennertreibstoff scheint auch sehr selten zu sein, wenn das nur von dem Dicken da spawnt. Ja, der ich wollte eigentlich noch loswerden, der von ein paar Munition. Ein paar Schüsse. Das wäre ja eine ewige Kletterei und Schleicherei hier geworden. Noch mehr Brennertreibstoff. Das muss Gründe haben. Und ich höre auch ein paar Gründe. Holy shit. Naja gut, schauen wir mal, was der Flammenwerfer so kann. Beziehungsweise, erstmal würde ich dann gerne diesen Klicker da ausschalten. Darf ich halt nur nicht veraimen. Aber das juckt ihn nicht sehr viel, er überlebt einen zweiten Headshot. Sorry, Ellie. Ich wollte dich nicht abfackeln. Ich
Der Flammenwerfer scheint sehr, sehr nützlich zu sein. Und äußerst stark. Wir haben noch Munition dafür. 30 Stück. 200 konnte man, glaube ich, aufladen. Mehr sind nicht. Naja, gut, dann laden wir halt nach. Ich sagte, laden wir nach. Joel, lädst du ihn bitte nach? Wie, hat man nochmal nachgeladen? Oder geht das noch nicht? Es scheint noch nicht zu gehen. Was ich ein bisschen schade finde. Müssen wir uns merken, wo dieser Brennertreibstoff war. Und dort eventuell zurückkehren. Und zur, als ob das nicht schon genug wäre, kommt jetzt auch noch Wasser ins Spiel. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Kuckuck. Ich sagte Kuckuck. Burn, baby, burn. Du auch? Ja, der Flammenwerfer ist ziemlich stark. Dürfte ich ihn jetzt nachladen? Warum darf ich ihn nicht nachladen? Was soll der Scheiß? Kann nicht sein, dass ich so blöd bin. Ja, und dafür tauschen wir das aus. So. Kann ich jetzt den Brennertreibstoff bitte aufnehmen? Bin ich zu blöd dazu? Dich haben wir nicht nachgeladen. Ja, das lädt jetzt automatisch nach, ne? Aber für dich haben wir Munition gefunden. So, dich laden wir mit... Ich bin unver... Hä? Ach so, ja. Man lädt hier ja auf mit RT nach, wenn man nicht drückt. Ja, tut mir leid, mein Fail. Ich habe dir das ein bisschen außer Acht gelassen. So, das einzigste Spiel auf dieser Welt, was ich kenne, was man so nachlädt. Naja, okay, mein Fail. Ziemlich viele Gegner hier. Da ist nix gut. Und können wir das Rohr modifizieren? Dann könnten wir wieder mal Dings mitnehmen. Die Klinge da zumindest. So, das tun wir modifizieren, falls wir in den Nahkampf kommen. Und dann können wir die Schere mitnehmen. Schauen wir mal. Ihr seid gut durchgebraten. Würde ich mal behaupten. Das ist sehr schön. Essen tue ich euch trotzdem nicht. Und da werden noch mehr Zombies sein, ne? Zombies scheinen die Dunkelheit irgendwie zu mögen. So kommt es mir auf jeden Fall ein bisschen vor. Und das hat mich nur zu so einem Bonusraum geführt, oder was? Okay, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ich gestehe es ja ein. Huch, Ellie erschreckt mich nicht so. So, einmal nachladen bitte. Ah, Taschenlampe. Nein, ich wollte das hier... Das ist ein bisschen kacke gemacht mit dem Wechseln. Aber okay. Muss man durch, ne? So, hier kommen wir nicht rein, raus, was auch immer. Kann man sehen, wie man möchte. Gut, dann geht's hier nicht weiter. Dann... Flaschen, das heißt Zombies. Oh, was? Und ich treffe nicht! Falsche Waffe! Oh nein, die falsche Waffe! Oh, was? Ein Fettsack? Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. Okay, so haben wir nicht gewettet. Zwei Fettsäcke? Das ist mies.
So haben wir nicht gewettet, ihr Idiot, ihr Bastarde. Kommt ihr hier nicht rein? Und er brennt nicht mal. Jetzt wirft er hier rein, die Scheiße rein. So haben wir. Verschwinde. Oh, das ist ein Kollege. Und er ist nicht sehr erfreut darüber, dass wir den verbrennen. Schnell mal heilen. Wenn der noch am Brennen ist. Sehr schön. Jetzt ist aber langsam mal gut mit den Dicken, ne? Oh nein, ich muss nachladen. Ich Idiot. Ja, da hilft nur eins, ne? Willst du mich verarschen? Du stehst immer noch? Nein. Alter. Sie sind tot. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Alter. Kämpfen und leben. Und ich höre doch schon immer noch weitere. Puh. Da liegen überall Stückchen von ihm rum. Hat er wenigstens was Gescheites gedroppt? Schrotmunition. Na, okay. Über Brennertreibstoff würde ich mich jetzt ein bisschen mehr freuen. Aber, okay. Miese Aktion, so viele Fettsäcke hier auf einmal zu haben. So, du bringst mir gerade gar nichts mehr, also weg mit dir. Gut. Die haben uns auch direkt getriggert hier, ne? Die wussten, wo wir sind. So. Aber... ja, das sind noch mehr. Das war mir schon irgendwie klar, dass das nicht die letzten gewesen sind. Erstmal gibt es ein Medikit. Moment, es reicht noch ein Molotow, aber dafür reicht es jetzt nicht mehr. Was ja irgendwie klar war. So. Also da hinten hört man noch mehr Zombies. Ob wir es durch diesen Tunnel durchschaffen werden und wie viele von diesen Fettsäcken uns noch begegnen werden, wenn euch das interessiert, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Über einen Daumen würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.